Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conan Exiles. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute mit dabei Mike der Vierte, grüß dich. Hallöchen, Popöchen. Der Olli ist dabei. Guten Abend. Der Exos. Hi. Lacuna. Hallo. Und der Spooky. Moin moin. Und heute hatten wir geplant, eine kleine XP-Tour zu machen, sprich ein bisschen leveln, ein bisschen uns durch die Gegend schnetzeln. Und alles andere wird jetzt der gute Mike erklären. Ach, wieder abgeben die Verantwortung, oder was? Ja, selbstverständlich. Okay, also, wir wollen halt mal durch die Karte gucken, natürlich mal M. Wir wollen einfach mal hier den Fluss lang laufen, bis hoch in den Norden und gucken uns alles mal an und alles, was da unterwegs ist, werden wir wegmachen. Und einfach, um ein bisschen Level zu bekommen, so dass wir halt hier in diesem Bereich endlich mal Erfolge haben. Ja, ich habe ja schon ein bisschen, ich bin jetzt mittlerweile Level 36. Ihr seht, wie ich gelevelt habe. Belastung 4 auf Belastung, dass ich viel mitnehmen kann. Vitalität auf 11, Stärke auf 14. Ich bin mir der Nahkämpfer. Bei Bogenschützen ist natürlich dann wirklich Beweglichkeit und Präzision. Aber das sind die anderen Sachen und ich würde sagen, wir versorgen uns jetzt auch schnell mit Essen und Trinken und dann geht es los. Genau. Auf jeden Fall. Spooky, war ja klar, dass du jetzt versuchst, dich noch nackig zu machen. Ja, ganz habe ich ja nicht gemacht. Wichtig ist, wenn ihr auf XP-Tour geht, nehmt euch genug Fleisch mit. In diesem Falle, zum Beispiel hier, wir haben ja dieses Fleisch, dieses perforierte Fleisch, also das länger hält. Da nehmen wir einfach immer so ein 10er-Sack mit. Nehmt euch Heiltränke mit, nehmt euch eine Wasserflasche mit. Gut, wir bleiben in der Nähe des Wassers, also an diesem Fluss. Und ja, mal gucken, was auf uns zukommt, oder? Was sagt ihr? Oh ja, Heiltränke. Ihr seht, ne, das Haus von Ed ist auch gewachsen in der Zeit, wo wir offline gewesen sind. Also wie gesagt, die Stadt wächst und weg. Was ist denn das da hinten? Eine Tür mit dem... Muss ich jetzt nicht wissen. Was? Da hinten? Ah, meine Wasser. Ich glaube mal, da baut Emlon. Weiß ich nicht. Hat Verkehr umgebaut, kann das sein? Was macht der Yellow Lotus Potion? Meine kurze Frage, wo haben wir denn die Dingsbums gebaut, sage ich schon, die... Ach, die Heiltränke, wo sind die denn? Ist Emlon. Die sind in der Schmiede, im ersten Kessel. Oder bei ihm im Tempel, ja. Wir haben ja mehrere Heiltränkmöglichkeiten. Was gehört, Mike? Das ist Emlon, der da schläft. Oh, du Kleine. Da oben auf dem Berg. Wir müssen bloß ja nichts mehr sagen, dass er falsch umgebaut hat, ne? Das Holz muss er in. Also die Holzseite. Ah, herrlich. Keine Heilpotions mehr da. Dann holt euch alles aus meinem Tempel. Genau. So, da kann er wenigstens hier drücken, muss er nicht mal hüpfen. Gut, ich würde sagen, der Rest, der geht schon mal hoch und macht sich bereit zum Lösmarschieren. Also hier unten, wir laufen ja am Fluss lang. Also wir werden diese Tour hier nehmen. Wir werden hier unten starten, wo ich jetzt bin. Und dann werden wir hier langlaufen, am Wasser lang, so hier hoch. Gucken da mal hier so und laufen da mal hier hoch. Bis hier hoch werden wir uns jetzt mal durchschlagen. Und dann gucken wir mal, wie die Zeit ist. Und wir werden dann vielleicht mal hier hochgehen und uns das mal angucken. Oder vielleicht mal hier rein. Also wir werden jetzt mal diesen Fluss hier lang laufen, nach oben. Oder vielleicht mal hier runterlaufen. Also hier unten ist ja eigentlich großartig nichts. Aber das würde mich halt mal interessieren, was hier oben ist. Und dann vielleicht auch mal hier runter. Mal schauen. Na, wir haben jetzt keine Karten oder sowas durchgesehen. Oder im Internet jetzt geguckt hier, welche Karten es so gibt. Oder was auf der Karte ist. Wir wollen das ja selbst erkunden deswegen. Also ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen aussieht. Wo was ist. Ich habe es noch nie gemacht. Ja, ich habe mal... Ich habe gesündigt von einem anderen YouTuber gesehen. Und da habe ich schon ein bisschen was gesehen. Aber nur ein bisschen. Du guckst andere YouTuber an, das geht ja gar nicht! Du spitzt nur! Geil! Du hast wohl den Malalatten am Zaun! So. Wo ist das Arschkopf? Wo ist der Arschkopf? Bin fertig. Da ist er ja! Erstmal! Ins Gesicht! Also ich habe eigentlich aus reinem Zufall habe ich den Tempel von York entdeckt. Ja, der Tempel auch, wo der. Na los! Abmarsch! Mike, wo hast du überhaupt eigentlich das Schild? Wer denn? Wo denn jetzt? Weil jetzt rennen zwei Leute in zwei verschiedene Richtungen. Das ist ganz geil. Also, der eine rennt zum Berg, der andere zur Westbrücke. Auf die Westbrücke, bei Axos Haus vorbei und dann weiter. Ich hoffe, ihr habt alle Türen zugemacht. Ja, wir wollen ja nicht lange warten für die ich wollen ja für dich natürlich da draußen ja auch was bringen, also was zeigen. Das bringt uns ja nicht, wenn wir die ganze Zeit nur hier im Lager rumspringen. Deswegen geht jetzt los. Ich werde natürlich versuchen, alles mitzunehmen, um natürlich Level zu farmen. Grundsätzlich, auf der Tour, wisst ihr, wir sind ja jetzt ausgerüstet, jetzt braucht ihr nicht mehr jeden Scheiß aufsammeln. Grundsätzlich bloß noch das wohl, was ihr für wichtig haltet. Regelmäßig
regelmäßig das Rennen immer unterbrechen, dass sie wieder Ausdauer generiert, immer am Wasser bleiben, dass sie trinken können, essen. Ja, was? Was habe ich mitgenommen? Hat extra sein Hackmesser mitgenommen, damit wir gleich Fleisch farmen können. Nein, ich habe jetzt nichts dabei. Ja, brauche ja, wir machen ja XP-Tour. Schade, mein Freund, das Rhinoceros scheint nicht hier zu sein. Och, da werden wir noch einige finden. Was mich schon mehrals auf dem Gewissen hat. Ja, wir können mal ein paar Trophäen finden. Ah, ein paar In der letzten Folge hatten wir auch den Elefanten gesehen. Den ersten Elefanten des Spiels, also den ich gesehen habe. Was, Krokofant? Aha. Nochmal kleiner. Achso, für die Zuschauer kleine Info. Die erste Folge, die bei mir dann rauskommt, mit Mike zusammen, ist leider nur 6 Minuten lang geworden, weil mein Renderprogramm Scheibenkleister gebaut hat. Da dürft ihr euch dann nicht wundern. Oh, weia. Ja, das sind das für schicke Messer. Das ist das, es heißt eigentlich, ich hoffe, ich sage es richtig, Anzinenzklubbech. Ich nenne es aber das arkanische Zäpfchen. Rektal eingeführt. Ah, geil. Für den richtigen Durchfluss. Genau. Nehmen wir die Heide mit, sage ich schon. Ja, das haben sie jetzt übersetzt wieder verkehrt. Ich meinte natürlich die Haut. Meine Frage, wollen wir eventuell kurz bei Jog anhalten, dass jeder den Gott lernen könnte? Von uns aus der Trap-Ding? Ja. Könnten wir tun, ja. Der ist auf der anderen Flussseite. Ja, da wo der ganz große Baum ist. Dann könnte es eigentlich jeder machen. Also das würde mich aber als Koch arbeitslos machen. Ja, so, dann liegt auch offline. Also einer rennt jetzt rüber und 5 bleiben hier, oder was? Also ich will den auch gar nicht. Wir bleiben. Nein, wir bleiben zusammen, ne? Nur so als Info. Kommen wir wieder rüber. Ah. Also. Jener bei mir. Down. So, warte mal, da sind 2, da ist einer, wo ist der dritte? Also wir töten alles, was auf unserem Weg läuft, aus dem ganz einfachen Grund, das ist alles XP. Auch wenn es bloß ein blödes, also, nein, kein blödes, ein kleines Häschen ist. Ja, mit dem Leder, ich brauch das. Oh, hinten noch 6 Leben gehen. Verlasst das bitte. Ah, shit, entschuldige. Au. Genau ausgewichen, wo ich gerade schuss. Schuss? Genau Schuss? Genau Schuss. Wie ist das Wort? Chassis? Nee, hier gibt's doch gar keine Autos. Oh, hier gab's da irgendwie einen Patchen großen. Kann jemand was dazu erzählen eigentlich? Weiß jemand, was genau passiert ist? Ich habe mich jetzt nicht durchgelesen. Ich habe einfach nur heute gestartet. Der große Patch, was war da alles dabei? Oliver, du hast dich da schon kundig gemacht. Erzähl mal. Ja, also es ist jetzt so, dass du nicht mehr nur 3 bis 4 Mods da nutzen kannst, sondern mehr. Wie viel, weiß ich noch nicht. Ja, sie haben halt sehr viel gefixt, viel gepatcht. Götter sind dazugekommen. Man kann jetzt die Gottarten wechseln. Vorher konnte man halt nur den, ich glaube, Jog heißt der. Und jetzt kann man alle Götter wechseln. Und man kann sie nicht wechseln, man kann sie lernen. Das heißt, man kann alle 4 Götter, wenn man Krumm am Anfang hat, lernen. Klar. Cool. Gut, dann gehen wir hier hoch. Krokodil! Okay, also man kann alle 4 Götter auf einmal haben? Ja. Aha, das ist ja sehr cool. Oh, komm mal hier hoch, ne, wir müssen hier unten lang. Ja. Ansonsten denke ich mal, wie gesagt, wir haben mal wieder was gefixt. Zwischenzeitlich ist das mit dem Schlauch gefixt worden, dass man wieder trinken kann. Was wurde noch gefixt? Ja, wenn man hier die Antilopen getötet hat, sind die nicht mehr umgefallen. Das geht jetzt wieder. Ja. Das arkanische Schwert zum Beispiel ist bei mir die Sache, das hat Schaden von 76. Ja, Spooky, was wolltest du sagen? Gestern schon gewundert, warum die Antilopen nicht umfallen. Das haben sie gepatcht. Also was mir direkt auffällt hier bei dem Patch, dass halt Übersetzungen jetzt wieder irgendwie teilweise auf Englisch sind. Ja. Vorher auf Deutsch waren. Ja. Leute, wenn er mit Bogen schießt, ne? Nicht auf mich schießen, wenn ich hier gerade ja, so. Pflanzen mitnehmen, Leute. Pflanzen, ja. Und allgemein bringen jetzt Tiere weniger XP, die meisten. Du levelst jetzt nicht mehr so schnell. Da kommt ein Eingeborener. Der Strauß bringt nur noch ein Viertel oder so, wie vorher. Sind da noch mehr? Ne. Wir gehen hier hoch, wir wollen nämlich das große Dorf auseinandernehmen, um XP zu sammeln. Okay. Oh, das Drachenschild. Und ganz wichtig zum Anfang zu sagen ist, ne? Oh, hier gibt's eine Höhle, aber da gehen wir nie rein wegen der Verderbnis, ne?
Ich gucke mal. Wir haben ja schon zwei Tänzer, also geht ja wieder weg. Mir gibt's keine Verderbnis, auch nur Spinnen. Cool. Oh, Spinnen sind böse. Also schmecken nicht nur Spinnen, aber ich muss sagen, Lu hat Schluss gemacht. Gut, geht ihr mal vor, ich bleib hinten, das ist eine Kraftsicherer. Kommen wir gar nicht bei euch vorbei. Also die Spinnen sind hier drin, also wer hier eine Spinnenphobie hat, ne, der ist hier richtig in dem Spiel. Mhm. Ich bin wieder raus. Promoted! Olli, bist du im Nahkampf oder im Fernkampf gerade? Ich nehme die Viecher auseinander, wir brauchen die Seile für Flaggen und alles. Ich kann nicht so viel tragen momentan. Gibt's hier eine Riesenspinne in der Höhle? Hoffentlich. Alter, wie viel sind hier drin, ey? Das ist unnormal. Attacke! Also jetzt ist es wie ein MMO. Das finde ich geil. So richtig das MMO. Rein und schnetzel! Ja, yeah, ich bin Level 25. Boah, alleine hätte man echt Probleme, glaube ich. Oh, nö. Ja. Alter, muss ich jetzt unbedingt hier drin sein? Ja. Das ist eine Abhärtung für dich, weißt du, dass du deine Angst vor Spinnen verlierst. Aua, du sollst damit mich pieken. Scheiß Viecher! Ja, hinter dir! Hinten da! Oliver, hinter dir! Brauch mal hier Hilfe und so, ich war da angefixt. Na du! Alter, was ist denn jetzt los hier? Ich glaube, die sind gerade geschlüpft. Hinter uns. Boah. Kackviecher, Alter. Ist das schon Respawn hier teilweise oder was ist denn los? Gottes Willen. So, sammelt mal, dass wir uns regenerieren. Vorsicht, können. Nicht im Schuss laufen. Ich bin gleich tot. Pass mal auf mich auf, ich bin gleich wieder da. Ja, das passiert natürlich auch. Ich bin vergiftet worden. Überschätzt haben wir uns, überschätzt. Raus und sammeln und nochmal rein, oder? Nee, ich muss also, wartet mal, bleibt mal an der Leiche stehen, dass ich die wiederholen kann. Also regeneriert. Ja, bei mir bitte auch. Hallo? Ich bin nackt. Na, oben mal hin, ich hab ja fast wieder eine ganze Stufe gemacht, Mensch. Ne, deswegen gehen wir ja. Deswegen machen wir ja die XP-Tour, dass ihr eure Stufen kriegt. Bringt ja nichts, wenn ich der Einzige bin hier, der mit Level 36 rumdümpelt. Ja, dann können wir mal ein bisschen Sachen bauen. Festungsmauern. Also das da hinten, ne, das wird doch eine riesengroße Stadt. Ne? Wie gesagt, auch an euch da draußen, wenn ihr Bock habt mitzumachen, einschalten. Mit rein, ab sofort. Ihr habt 24 Slots-Server, ihr könnt gerne mitmachen, solange ihr keine Scheiße baut auf dem Server, kein Hex benutzt etc. pp. Seid ihr natürlich herzlich. Oh, Spinne von hinten jetzt. Vorsicht. Also solange wir hier in der Mitte stehen, sind wir schön im Kreis, wollte ich nur sagen. Ja, ja, ja. Au. Mike, wo bist du denn? Hinter dir? Ich bin auf dem Weg wieder nach oben. Dann geht er mal hinterher. Gottes Willen, ey, das ist ja... Boah, das Gift ist am schlimmsten. Wer ist denn noch gestorben? Ich? Lacuna. Ich hab nicht geschafft, den Rücken freizuhalten. So, geht mal lieber aus der Höhle raus, wir sammeln uns vor der Höhle wieder und dann gehen wir zusammen rein, wäre vielleicht besser. Ihr müsst die Spinnen töten, ich habe so sehr wenig Leben. Das ist unser Plan. Oh, Regeneration. Aber. Vorsicht! Hinter uns! Hoffentlich finde ich die Höhle wieder. Einfach am Fluss und dann rechts, ne? Bin down. Fuck. Ups, sorry. Ja, ja. Ich hab vier Höhen am Arsch. Ja. Guck, oh Gott, bin auch down. Kann nichts machen. Keine Ausdauer mehr. Ich bin auch tot. Also sind wir alle. Das war halt eine schlechte Idee. Aber vom Leben her gut. Nee, wir hätten besser reingehen müssen. Oh, ja, genau, langsamer, nicht so reinrennen und hoffen. Na gut, das Problem ist halt, ich spawn halt die Sau. Oh nein, ich will wieder sterben, Nein! Fuck! Oliver, ich helfe dir weiter, nee. Hä, wieso bin ich jetzt im Wasser? Hallo? Jetzt müssen wir gucken, wo wir hier. Also, das ist die faire Runde des Tages. Alle sind schon einmal gestorben. Naja, ist ja nicht so wild. Ja, ich muss auch nochmal rein mein Zeug holen, also ich nehme jetzt aus der Waffenkammer einfach ein neues Schwert raus und dann, ja, schnetzel ich mich bis dahin durch. Fertig, Ende.
Sammeln wir uns an der Westbrücke zwischen Ed und Exos Haus. Also Oliver und ich sind jetzt schon bei der Höhle. Wir warten davor. Ich bin schon auf dem halben Weg zur Höhle. Genau. Mhm. Okay, dann renne ich halt hinterher. Übrigens, das Schwert, was ich jetzt gerade habe, das soll dem Schwert von Kohle nachempfunden werden. Was ich nervig finde, wenn man den Chat immer ausgemacht hat, ne, dass er immer wieder angeht. Oh, rechts Krokodile. Ein bisschen umlaufen oder umschwimmen. Was ist mit der Hygiene hier los? Legt sich immer hin. Geht's dir wieder? Ich hoffe, ich bin bei der Leiche wieder. Oder irgendwas hier neben mir tapern. Irgendwas ist doch hier gerade. Oh, Krokodil. Weit oben waren wir doch gar nicht, oder? Oh. Irgendwo da bei dem Lager da irgendwie war das. Sind wir schon zu weit? Ich glaube schon. Ja. Wir müssen hier hoch. Tapert was raus. Ach hier. Ja, hier, wir müssen hier runter zum Lager springen. Oh, ich hatte keine Ausdauer und da sind Gegner. Ah! So, das eine Lager habe ich jetzt hier gefunden. War denn das? Wir müssen hier weiter hoch. Warte, ja. Ich komme, ich weiß ungefähr, wo es ist. Ah, da. Hier ist sie doch. Ne, hier ist sie doch nicht, hä? Sorry. Nee, noch nicht. Noch ein Stückchen. Komischer okay. Durchgang, sah aus wie so ein Durchgang. Ja. Jetzt sieht man natürlich auch nicht allzu viel mehr, ne, ist klar. Gerade dunkel. Ja, hier ist er da vorne, wartet auf mich. Bleibt stehen. Aha, nee, da sind böse NPCs unter mir. Oliver? Hallo? Ja. Guck mal da. Achso, ich dachte, das wäre einer von uns. Nein! Wenn jetzt einer hier zufällig eine Fackel hat oder also wer von euch gekippt ist, weil ich sehe nichts mehr. Wir sind alle leer. Also wir haben nichts dabei. Was brauchen wir für eine Fackel? Stöcke und toll. Mm. Gibt's hier irgendwo? Nee, hier gibt's nicht. Hier gibt's. Nee, gerade gar nichts, Leute. Hier ist ein Lager. Lauf einfach geradeaus, dann seht ihr wieder was. Hier müssen wir runter auf jeden Fall. Ach komm, wir treffen uns bei dem Lager, das ist eh leer. Welchen jetzt? Hier sind zwei. Hier ist ein Feuerlager. Ich springe hier dran rum, spiel ein bisschen Rumpelstilzchen. Wollen wir da auch hingehen, Oliver? Oh, ich bin froh, dass ich hier oben bin und lebe. Ja, okay, dann bleiben wir hier oben. So. Oh. Also, hier war doch nicht die. Oh. Hey, langsam. Ganz ruhig. Das Problem oder was? Geil, von hier drin hast du Nachtsicht. Aber hier war doch das gar nicht mit dem Dings, oder? Sind wir nicht schon ein bisschen zu weit? Nee, wir sind nicht zu weit. Vertrau mich. Ich weiß, wo es ist. So, da ist Spooky. Ah, da unten ist ein NPC. Wollen wir den wegklöppeln? Oh, geh mal fackelmäßig. Geh mal vorla. Wir sollten uns gerade aus allen Ärger raushalten, glaube ich. Ach. So. Keine Rüstung, keine Waffen, nix. Du geradeaus. Ins Gesicht. Geradeaus und jetzt müsst ihr hier rechts, wenn wir hier den Weg lang laufen. Ein bisschen hoch, wir müssen hoch. Ja, hier rechts geht jetzt ein Gang lang und dann auf der rechten Flanke, da müsste der Höhle sein. Jetzt hier rechts müsste es hier drin Gesicht. Sein. Gesicht. Hier drinnen war es doch. Ha. Aua! Gab es einen Grund, warum du den jetzt gefehlt hast? Das war ein NPC. Achso. Der hat uns angegriffen. Ja, das hat er gut. Hier rechts war die doch, ne? Hier oben rechts. Ja, hier oben rechts. Hier ist oben die. Rechts, ja. Ja, gut, warte, ich muss erstmal regenerieren. Alle erstmal Ausdauer tanken. Okay, wir rein. So, was? Derjenige, der Waffen hat, geht vor. Das war ja klar. Alle anderen sammeln das Zeugs ein. Oh, ist schon nach und alle? Das Problem ist, wenn er schlägt, trifft er mich mit. Raus, ich hab Angst. Alter. Ich hab nur halb live, ich muss erstmal regenerieren. Wir kommen hinterher. Boah, da bräuchte ich echt dieses Gegengift. Von Zed. Achtung! Wie lange bleiben denn unsere Sachen liegen? Fragezeichen. Ach, ein bisschen schon, aber wenn wir noch viel länger brauchen, dann zurück. Scheiße. Alter. So, wer opfert sich und rennt durch?
Auf wen fokussieren sie sich überhaupt? Auf irgendeinen Fokus.